Ich fahre jetzt 5 Jahre Ferrari Challenge auf den schönsten Rennstrecken in Europa. Das besondere Flair sind die Formel 1 Rennstrecken, sehr sicher, sehr gut organisiert. Man kommt sehr gut rum in Europa. Das Besondere an den Racing Days ist, dass nicht nur Challenge Autos da sind, sondern auch Formel 1 und die Sonderserien FXX und dass man natürlich vor einem sehr großen Publikum fährt. Das ist eigentlich das Besondere der Racing Days. Diese Challenge-Saison läuft für mich ausgesprochen gut. Wir haben in Monza angefangen. In Monza konnte ich gleich das erste Rennen gewinnen. Dann sind wir nach Brünn gefahren, in die Tschechei. Da konnte ich auch ein Rennen gewinnen. Dann konnte ich noch Le Mans gewinnen. Und in Portimao lief es nicht so gut. Aber trotzdem führe ich noch in der Meisterschaft und bin auch recht zufrieden. Also Highlights des Hockenheimrings aus meiner Sicht sicherlich hinten raus, Parabolica Richtung Spitzkehre bis in 7. Gang, 2,70. Runter, 2. Gang, dann die schnelle rechts, auch knapp 200. Dann danach Einfahrt, Motodrom, Sachskurve. Das ist das Besondere eigentlich, die Stadionatmosphäre, die dort herrscht. Und mit vielen Zuschauern ist schon was Besonderes.